Es gibt so ein paar typische Verse, die immer wieder genannt werden. Und was wäre noch ein Vers, der genannt wird? Ja, in der gleichen Kapitel, Matthäus 7, ein paar Verse vorher, gibt es hier in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja genau, du musst eingehen durch die enge Pforte. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst dein Kreuz tragen, du musst den schmalen Weg gehen. Ansonsten hast du dich nicht wirklich bekehrt. Ansonsten bist du nicht wirklich gerettet. Es ist kein rettender Glaube. Okay, aber worum geht es überhaupt in diesen Versen? Weil das Ding ist, sie sagen, sie glauben an die Bibel, wir sagen, wir glauben an die Bibel. Und wer hat jetzt recht? Ja, in vielen Fällen entscheidet ganz einfach der Kontext. Genau. Und es gibt 4 Evangelien. Und da wird sehr viel wiederholt. Also sollte man vielleicht lesen, was dazu in einem anderen Evangelium steht, um den gesamten Kontext zu bekommen. Nicht wahr? Lukas 13, Vers 23. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Also diese enge Pforte und die weite Pforte, das ist ein Bild, das Jesus nutzt als Antwort auf die Frage, ob es wenige sind, die errettet werden. Und er bejaht die Frage, ja, es sind wenige, die errettet werden, denn er sagt, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Also viele sind es, die verloren gehen. Wenige werden gerettet. Und das ist ganz einfach ein Bild. Hier steht nicht, dass es schwer ist, errettet zu werden. Das ist übrigens, was viele moderne Übersetzungen machen. Die machen schwer daraus. Ja? Die sagen, dass es schwer ist. Aber nein, darum geht es nicht. Sondern worum es hier geht, im Kontext nochmal, dass wenige gerettet werden und viele verloren gehen. Warum ist das so? Es gibt nur einen Weg, um in den Himmel zu kommen. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und dann gibt es einen Haufen falscher Religionen, ja, den breiten Weg, die alle in die Hölle führen. Deswegen ist eben der schmale Weg. Ja, es gibt nur 2 Arten von Menschen. Die geretteten Menschen, die ungeretteten Menschen. Ja. Die Leute, die gerettet sind, sie vertrauen Jesus, glauben Jesus. Und die Leute, die nicht gerettet sind, sie vertrauen an sich selbst. Sie können Hindu sein, Muslime sein, Buddhisten sein, auch die Leute, die sich Christen nennen, aber sie vertrauen nicht an Jesus. Sie vertrauen an ihre Werke. Und natürlich gibt es auch viele, viele Christen, viele Leute, die sich Christen nennen, sie sind auf dem breiten Weg. Und das ist echt schade.